5 schnelle Nachrichten, eine davon ist fake, ihr müsst raten, welche das ist. Nachricht 1. Wir Bauern müssten heute eigentlich Gülle ausbringen, weil die Bedingungen aus umwelttechnischen Gründen gar nicht besser sein könnten. Gefrorener Boden, kalt, der Boden wird heute auftauen, die Gülle würde wunderbar aufgenommen werden. Dürfen es aber nicht, wir müssen auf schlechtere Bedingungen warten, wegen Umweltschutz. Macht keinen Sinn, hat es noch nie gemacht, ist so geistesgestört, das wird mit Sicherheit der Fake sein, damit wird es doch schon gewesen sein. Trotzdem noch Nachricht 2, der auf dem Twitter-Account von Annalena Baerbock war zu lesen, ist aber mittlerweile runtergenommen worden, dass sie sich zu ihrer Indienreise sehr darüber freut, die Indianer und Indianerinnen alle treffen und kennenzulernen. Sie ist sehr gespannt auf deren Kultur und hat schon ganz, ganz viele Federn gesammelt, um sich eben auch entsprechend dann optisch anzupassen. Nachricht Nummer 3, Robert Habeck plant allen Ernstes, dass bis zum Jahre 2024, das ist übrigens in knapp 10 Monaten, keine Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Nur noch Biomasseheizungen, Fernwärme oder eben natürlich die Wärmepumpe, selbstverständlich. Das heißt, für diejenigen, die also keine Fernwärmenummer haben bei sich zu Hause, weil nun mal kein Kraftwerk da ist und eben den Platz und die Zeit und das Engagement für eine Biomasseheizung, die nämlich viel Arbeit bedeutet, auch nicht haben, die müssen dann ihre Wärmepumpe anschmeißen, auf Strom hoffen und sehen, wie sie ihre Butze warm kriegen mit dem Ding. Phänomenal. Kann auch nicht sein. Viel zu dämlich. Nachricht Nummer 4. Frau Paus, das ist unsere Familienministerin im Bund, falls sie jemand nicht kennt, hat finanziell über das Ministerium eine Organisation unterstützt, bei der man jetzt Menschen melden kann, die nicht nur nicht gendern, sondern auch öffentlich gegen den Genderschwachsinn anreden. Oh. Das ist natürlich ganz toll, weil diejenigen, die dann in der Liste stehen, wahrscheinlich dann als unzuverlässig gelten, man ihnen dann das Beamtenverhältnis kündigt, ihnen den Yachtschein wegnimmt oder den Führerschein. Mal sehen, was das dann wohl ausmacht, in der Liste zu sein. Meine Frage, können eigentlich auch Frauen und Frauinnen in diese Liste aufgenommen werden oder ist das eine reine Männerdomäne? Das wäre natürlich dann auch nicht so schön. Egal. Und natürlich die letzte Nachricht, dürfen wir nicht vergessen. Ja, eine meiner Lieblingsnachrichten, unser Ankündigungsminister Cem Özdemir plant ein Werbeverbot für alles, was ungesund ist für unter 14-Jährige. Klasse. Der Staat hat, das war eigentlich die Schuld von Özdemir, in den letzten Jahren reihenweise die Kinder eingesperrt, nicht mal auf Spielplätze gelassen und wundert sich jetzt, dass 15% der Kinder übergewichtig sind. Ich finde es eigentlich gar nicht so eine hohe Zahl, ehrlich gesagt, weil ob das was mit Süßigkeiten zu tun hat oder damit, dass nicht nur der Staat, sondern auch die Eltern ihre Kinder immer mehr vor dem Bildschirm, vor der Glotze wegparken müssen, weil ihnen die Zeit und auch das Geld fehlt, um ihnen etwas Vernünftiges anzubieten, hat natürlich gar nichts damit zu tun. Nein, wir müssen ihnen jetzt die Werbung für Süßigkeiten verbieten. Und dann wird alles besser. Wie wäre es alternativ? Man würde ihnen allen verbindlich einen Schwimmkursus, das Recht auf Schwimmen lernen, garantieren von diesem Staat. Man würde die Rahmenbedingungen dafür schaffen und nicht, wie wir es hier gerade erleben, dass wir kilometerweit fahren müssen, um die Kinder überhaupt irgendwo hinzubringen, dass man sich quasi reinheiraten muss in eine Warteliste eines Schwimmkurses, weil es eigentlich keine freien Plätze mehr gibt und außerdem noch ein Vermögen angehäuft haben muss, um sich das überhaupt leisten zu können. Kurzum, diejenigen, die reiche Eltern haben, lernen noch das Schwimmen. Der Rest in diesem wunderbaren Deutschland unter grüner Hauptregierung lernt es eben nicht mehr. Tja, das sind 5 Nachrichten. Es ist nicht ganz einfach, etwas knifflig, da die richtige rauszukriegen, die nicht zutreffend ist. Aber eine war fake. Der Rest ist tatsächlich allen Ernstes wahr. Herzlich willkommen in Deutschland 2022, 23.